Ich begrüße Sie alle ganz herzlich an diesem heißen Sommerabend. Hier ist es nicht nur kühl, sondern es gibt auch coole Kunst zu sehen. Schön, dass Sie gekommen sind, und ich begrüße namentlich drei Personen, die ganz wichtig sind in dieser Stadt und in diesem Land. Zunächst Christoph zu Hohenstein, den Hausherrn, Direktor des MAG, der viele Kooperationen mit der Angewandten gemacht hat, und wir werden auch dieses Erfolgsrezept gemeinsam, neue Wege zu gehen, weitertragen. Ich begrüße ganz herzlich Veronika Kapp-Hasler, die Wiener Kulturstadträtin, die auch immer wieder Akzente setzt in neue Bahnen der Kunst, insbesondere Kunst, was auch uns, der Angewandten, immer sehr nahe liegt, mehr zu den Menschen und mit den Menschen. Und schließlich die Vizepräsidentin des FWF, der im Zusammenhang gerade mit dieser Ausstellung ganz wichtig ist, Gerlinde Mautner, die Vizepräsidentin für Geistes- und Kulturwissenschaften. Herzlich willkommen, und ich darf diese drei Personen jetzt kurz um ein Statement der Begrüßung bitten. Danke vielmals, lieber Gerald. Ich schließe mich deinen Begrüßungsworten an und freue mich, dass so viele schon hier sind, und viele werden noch kommen. Für uns ist es eine besondere Ehre und Freude, dass ihr mit dieser beeindruckenden Leistungsschau zu Art and Research im MAG zu Gast seid. Wir können uns nicht oft genug vor Augen halten, dass wir in einer neuen Moderne leben. Und das müssen wir einfach mal reflektieren. Ich nenne sie digitale Moderne, weil die Digitalisierung der Treiber fast aller Entwicklungen ist und uns in so gut wie allen Lebensbereichen mittlerweile stark betrifft und berührt. Und wir müssen danach trachten, dass es eine ökosoziale digitale Moderne wird, die von Humanismus, von einem digitalen Humanismus getragen ist. Daran müssen wir arbeiten. Und es freut mich, ich habe schon sehr viel gesehen jetzt von diesen Projekten, dass hier die Angewandte auch mit voller Kraft hier mit diesen Projekten, aber auch in vielen anderen Belangen an dieser neuen Moderne arbeitet, und wir auch gemeinsam, auch im Rahmen der Wiener Biennale, die ja derzeit auch läuft, seit einigen Wochen als Partner an dieser Moderne arbeiten. Das ist ja in Wien irgendwie auch das Schöne. Es gibt einige Institutionen wie das MAG, das Leopold, das BWD und andere, das Wien-Museum, die reflektieren die frühere, die letzte westliche Moderne mit großen und kleinen Projekten. Was ist damals in Wien um 1900 passiert? Und gleichzeitig haben wir die Gelegenheit, an einer neuen Moderne zu arbeiten und aus Wien wichtige Impulse für die Bewältigung dieser neuen digitalen Moderne zu senden. Und wenn man von Wien 1900 redet, das Motto der Sezession war nicht nur der Zeit ihrer Kunst, der Kunst ihrer Freiheit, sondern es war vor allem die Idee, dass die künstlerischen Sparten hier in Dialog treten, auf Augenhöhe. Und nicht da oben die bildende Kunst und da unten die angewandten Künste, sondern auf Augenhöhe sich austauschen, voneinander profitieren. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass wir eine neue Moderne nur bewältigen werden, wenn die Künste mit all ihren Qualitäten eine wichtige Rolle darin spielen, immer verbunden mit Wissenschaft, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft. Das ist völlig klar. Und die Beiträge der Künste werden umso stärker werden, je größer auch die Rolle der Wissenschaften in diesem Bereich ist. Und genau diese Verbindungslinien herzustellen, dieses aktive Gespräch der Künste, dieses auch wissenschaftsbasierte Gespräch der Künste zu betreiben, in einer herausfordernden Weise, dafür steht die Angewandte. Dazu möchte ich Sie herzlich beglückwünschen, und ich wünsche dieser Ausstellung viel Erfolg. Danke, dass ihr hier seid. Frau Kulturstadträtin. Ja, einen schönen Abend Ihnen allen. Wenn ich jetzt zum Thema Art and Research spreche, dann kann ich nur sagen,
Ich habe heute einen Tag gehabt, der genau diesen Weg gegangen ist. Ich komme gerade von einer Veranstaltung, 25 Jahre Mika, wo eine Komponistin, Pia Palme, unterstützt eben vom WWTF, ein Artistic Research Grant bekommen hat und sozusagen ein großes Forschungsgeld, einen großen Forschungsauftrag mit Wissenschaftlern aus anderen Bereichen, also nicht aus der Kunst, sondern mit Wissenschaftlern aus anderen Bereichen zu arbeiten. Und auf der anderen Seite gab es aber heute wieder auch Gespräche über die Ausrichtung der Stadt Wien, ein Investment in digitalen Humanismus. Da habe ich mit dem Finanzstadtrat längere Gespräche geführt, der sich aber auch bewusst ist, wie stark diese Stadt investieren muss in eine Beforschung eines Feldes, das wir aber zusammenbringen wollen mit unterschiedlichen Qualitäten, eben mit dem humanistischen Gedankengut, mit dem Erbe dessen, was wir hier haben. Dass Artistic Research ein großes Thema ist, auch in den letzten 15 Jahren, kann man eigentlich anhand der Institutionen, der Publikationen, der vielen Bücher ablesen, die in dem Feld auch entstanden sind. Und ich habe die große Freude, ja nicht nur Kulturstadträtin, sondern eben auch Wissenschaftsstadträtin zu sein und sozusagen als hybrider Mensch immer durch die verschiedensten Disziplinen zu meandern und zu sehen, wie zum Beispiel Giulio Superti-Furga vom CEM künstlerische Mittel anwendet in der Molekularbiologie, in der Genetik und auch mit künstlerischen Mitteln arbeitet. Und auf der anderen Seite es immer mehr Künstler gibt, die sich auch mit anderen Disziplinen beschäftigen und auseinandersetzen. Das ist so stark ein neuer Trend und auch ineinander verwoben, dass daraus wirklich ein eigener, wie ich sagen, geisteswissenschaftlicher Zweig wieder entstanden ist. Und dieses nicht-lineare, dieses komplexe Denken ist ein Denken, das auch unserer Zeit sehr viel mehr gerecht wird. Dieses Schmutzige sozusagen, das sich von allen möglichen Dingen beeinflussen lässt, von unterschiedlichen Faktoren, das unterschiedliche gesellschaftliche Thematiken auch mit aufgreift, das ist etwas, was die Kunst stark macht und auch bereichert. Und ich danke Ihnen beiden, ich danke dem Marco und ich danke eben auch der Angewandten, dass sie hier so eine Vorreiterrolle in Wien auch einnimmt, in diesem Zulassen dieser hybriden Räume des Denkens und des Erkenntnisgewinns. Und ich glaube, allein wenn man durch diese Ausstellung geht, wird man ein großes, weites Feld haben, um sehr, sehr viel Neues zu entdecken. Deswegen wünsche ich dieser Ausstellung einen großen Erfolg. Vielen Dank. Frau Vizepräsidentin, wie fühlt sich das an, wenn man Konzepte, die man bewertet hat und die dann letztlich den Schussschlag bekommen haben, jetzt auf diese Art und Weise präsentiert sieht? Das ist ein ganz tolles Gefühl. Der FWF hat ja eigentlich als Hauptgeschäft sozusagen Saatgut an die Besten zu verteilen. Und so Events wie heute sind einfach Erntefeste. Und ich kann auch den Erntedank, wenn Sie so wollen, überbringen an das FWF. Ich darf gerne noch ein paar Worte anschließen, bin mir allerdings sehr der Tatsache bewusst, dass ich jetzt als die Vorletzte jemand bin, der zwischen Ihnen und dem kühlenden Sekt steht und auch dem Kunstgenuss. Ich glaube, dass, genau, da kommt Zustimmung von einem ganz jungen Gast. Das fällt unter das Phänomen Lustgewinn durch Verzögerung. Versuchen Sie es einmal so zu sehen. Der FWF fördert mit dem PEG-Programm, wobei das PEG ja auch ein sehr schönes englisches Wortspiel ist, Peak, gucken, schauen, ja, was gibt es Neues, was gibt es Innovatives, fördert er innovative, exzellente, international kompetitive künstlerische Forschung. Und mit diesen Schlagwörtern der Exzellenz, der Kompetitivität und der Internationalität sind FWF-Kernwerte angesprochen. Also obwohl das eine eigene Programmschiene ist, fügt es sich perfekt in die Wertestruktur unserer Förderpolitik ein. Man ist als
Vizepräsidentin, natürlich, sage ich mal, Funktionärin in dieser Eigenschaft, sagt man oft, es ist mir eine Ehre und Freude, hier zu sein. In dem Fall speist sich meine Freude aus zwei Quellen. Das ist einem das Persönliche, dass es hier ganz tolle Objekte zu besichtigen gibt, und eben das Offizielle, dass die Saat aufgegangen ist. Es ist dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Es läuft gerade die 11. Ausschreibung, das heißt, wir haben also 10 Ausschreibungsrunden bereits gehabt, haben 79 Projekte insgesamt gefördert. 2018 haben wir den PEG-Geldtopf aufgestockt im FFF, und er ist auch jetzt so hoch geblieben mit 4 Millionen Euro im Jahr. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass das eine so erfolgreiche Schiene ist. Eine Kollegin vom FFF hat mir heute in der Früh noch eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, also sie haben sich im Kreis der Kollegen überlegt, ob man vielleicht PEG und FFF und das PEG-Programm speziell in einem Satz zusammenfassen könnte. Und sie hat aber dazu geschrieben, der Satz ist aber nicht für eine öffentliche Veranstaltung geeignet. Ich möchte das riskieren, diesen Satz zu sagen. Und gebe mich damit natürlich vertrauensvoll in Ihre Hände in dem Twitter-Zeitalter. Also wenn Sie das, nur das jetzt twittern, mag es dann vielleicht ein bisschen verkürzt rüberkommen. Ich riskiere damit dem einen Satz, der nur aus 3 Wörtern besteht, auch, dass Sie vielleicht sagen, es hätte gereicht, wenn Sie den einen Satz gesagt hätte. Der lautet, oder lautete, ich zitiere ihn ja, PEG ist cool. Ende des Zitats, ich wünsche eine schöne Ausstellung. Vielen Dank für dieses Kompliment an die vielen Forscherinnen und Forscher aus berufenem Munde. Ja, seit 2008 gibt es jetzt dieses PEG-Programm im FFF. Künstlerische Forschung ist eine tragende Säule der Angewandten, ist in den letzten 10 Jahren zu einer tragenden Säule der Angewandten geworden. Wir haben in diesen 10 Jahren ungefähr ein Drittel, und darauf sind wir stolz, ungefähr ein Drittel der insgesamt ausgeschütteten Fördergelder zuerkannt bekommen. Das ist ein großes Kompliment. Im Wettbewerb mit allen anderen österreichischen Kunstuniversitäten, im Wettbewerb mit Fachhochschulen, mit außeruniversitären Forschungsinstituten, auch mit Museen etc., etwa 9 von insgesamt 26 Millionen gingen an die Angewandte, und heute zeigen wir eine kleine Auswahl dieser Forschungsergebnisse, hauptsächlich von PEG-Projekten, aber nicht nur. Eine Ausstellung, die wir in ganz anderer Form schon international gezeigt haben, weil dieses PEG-Programm mittlerweile zu einer internationalen Marke geworden ist, um die uns die Welt beneidet. Das ist wirklich so. Wo immer ich hinkomme, sagen die Leute bewundert, was habt ihr da für ein tolles Förderungsprogramm im Bereich der Künste. Das gibt es in dieser Form nirgendwo auf der Welt. Wir waren in Neuseeland, wir waren in Singapur, wir waren vor 1,5 Monaten in Los Angeles, und die nächsten Stationen sind schon in Vorbereitung. Das wird Tokio sein im November und dann Shanghai, und es wird weitergehen. Und diese Ausstellung verändert sich natürlich immer wieder, und dass so eine Ausstellung noch dazu in einer sich ständig ändernden Form zustande kommt, da sind viele Menschen daran beteiligt, und ich möchte einige davon nennen. An erster Stelle Professor Barbara Putz-Plecko, die Vizerektorin für Forschung an der Universität für angewandte Kunst, die heute leider nicht hier sein kann, aber vielleicht schaut sie wie viele andere Menschen beim Livestream zu. Allen, die uns beim Livestream und dann beim Rundgang im Livestream beobachten, ein herzliches Willkommen auch euch zu Hause oder wo immer ihr mit die Füße im kühlen Wasser vielleicht zuschaut. Dann das Team von
Wolfgang Viehl, der die Inszenierung dieser Ausstellung, die Ausstellungsarchitektur so wunderbar gemacht hat. Das Team von Hammer Albrecht, die für die grafische Arbeit verantwortlich sind. Dann natürlich Ethan Vincent, der für die Videos zuständig war. Videos, und das wird Alexander Damianisch dann noch erklären, die man nicht nur da hinten sehen kann, an der großen Video-Wall, sondern auch noch etwas versteckt. Das Team für Kooperation und Marketing an der Angewandten mit Anja Seipenpusch, für die Presse Andrea Dahnmeier, für die Mitarbeit insbesondere an dieser Ausstellung Mariana Mondelos und Martina Schöckl. Bei den internationalen Ausstellungen haben auch mitgewirkt in unterschiedlichen Arten Wiebke Milies und Marietta Böning und natürlich dem Leiter unseres Support-Forschung Alexander Damianisch, der ganz wesentlichen Anteil hat an dieser Erfolgsgeschichte der Forschung, der künstlerischen Forschung an der Angewandten, den wir im Übrigen vom FEF abgeworben haben. Ja, hast den Zuschuss erklärt, oder? Am Beginn von PEG standen einige wichtige, scheinbar unlösbare Fragen. Warum ist es für die Kunstuniversitäten nicht ebenso selbstverständlich, Forschung zu betreiben wie für die wissenschaftlichen Universitäten? Mit welcher Begründung wird der Begriff Forschung von den Wissenschaften monopolisiert? Immer weniger, dank unserer Initiativen, aber doch noch merkbar. Warum sollten sich die Kunstuniversitäten auf die Lehre beschränken? Die Kunstuniversitäten wurden bis vor wenigen Jahren gesehen, primär als Produzenten von Human Capital für Creative Industries, für den Architekturmarkt, für den Designmarkt und für den Kunstmarkt. Wir haben beschlossen, uns nicht darauf zurückzuziehen und darauf zu beschränken. Wir haben jahrelang darum gerungen, um den Terminus Forschung auch für die Künste in den Mainstream zu bekommen. Wir haben diskutiert mit vielen Politikern, mit anderen Universitäten, mit Vertretern und Vertreterinnen des FEF. Der Wissenschaftsrat hat ein großes Symposium gemacht unter dem vielsagenden Titel Können Künstler Forscher sein? Mit Fragezeichen, großen Fragezeichen dahinter. Und dann hat sich die Angewandte entschlossen, zur Praxis der künstlerischen Intervention im öffentlichen Raum zu greifen. Und das möchte ich erzählen, weil das vielleicht typisch ist für Österreich, wie Kunst auch politisch wirksam werden kann. Und wenn Sie genau schauen, dann sehen Sie das in manchen dieser Projekte auch. Ich bin zu unseren Grafikdesignern gegangen an der Angewandten und habe gesagt, ich möchte ein Antragsformular für den österreichischen Fonds zur Förderung der künstlerischen Forschung. Den gab es natürlich nicht. Ich möchte ein Antragsformular, das ganz offiziell ausschaut wie jedes andere Antragsformular mit Lebenslauf, mit Projektbeschreibung, mit Finanzierungsplan. Und dieser Antrag war dann zu richten an diesen österreichischen Fonds zur Förderung der künstlerischen Forschung per Adresse Bundeskanzleramt, Ballhausplatz, Wien. Und ganz klein unten stand, kaum leserlich, natürlich, wir wollen ja nichts Illegales machen, wie sich's gehört, im Impressum für den Inhalt verantwortlich, Universität für angewandte Kunst, das Rektorat. Und wir haben das dann in einer Auflage von 3.000, 4.000 Stück verteilt bei der Internationalen Wiener Kunstmesse im Jahr 2007. Und das ist reißend weggegangen. Und ich habe dann gewartet, ist nichts passiert, habe mir gedacht, naja, das
war nicht so wirklich ein toller Erfolg, aber probieren kann man es ja. Und ein paar Wochen später, das dauert heute in Österreich alles ein bisschen, bekam ich einen Anruf vom Kabinett des Bundeskanzlers. Und der hat gesagt, Herr Rektor, wir kriegen da hunderte von irgendwelchen Anträgen für einen Fonds, den gibt es gar nicht, was sollen wir damit tun? Dann habe ich gesagt, sehen Sie, gehen Sie zu Ihrem Bundeskanzler, sagen Sie ihm, da gibt es offenbar einen Bedarf und das ist jetzt euer Problem, das müsst ihr lösen. Und die Lösung, in die erste Stufe der Lösung war, dass diese Stöße von Anträgen weitergeleitet wurden an das Kunstministerium, ja, das gab es damals. Dann bekam ich einen Anruf vom Kunstministerium, was sollen wir damit tun? Ich gab wieder die gleiche Antwort und dann haben wir eine Pressekonferenz einberufen an der Angewandten mit allen Kunstuniversitäten und das war eines der schönsten Erlebnisse in meiner Zeit als Rektor. Und dann kam gleich am Anfang, mitten in der Pressekonferenz, meine Sekretärin hat mir das Telefon gebracht und am Telefon war der Kabinettschef des Wissenschaftsministers. Und der hat dann gesagt, okay, wir machen das, aber nicht als eigenen Fonds, sondern als eigenes Programm im FWF und ihr kriegt dafür extra Geld. Ja, was soll man sagen? So werden Dinge in Österreich in die Wege geleitet. Und es ist gut so, muss ich auch sagen, dass das innerhalb des FWF abgewickelt wird. Der FWF hat eine sehr lange und höchst qualitative Erfahrung in Abwicklung von Programmen. Und es ist natürlich auch kein Zufall, warum ausgerechnet diese Initiative von der Angewandten ausgegangen ist, weil wir davon überzeugt sind, dass angewandte Kunst nicht nur in Ateliers, in Galerien, in Museen, in Konzerthallen sich abspielen soll, dass Kunst, Design, Architektur nicht nur von der unsichtbaren Hand des Marktes gesteuert werden darf, sondern dass Universitäten eine Verantwortung haben. Wissenschaftliche Universitäten und auch Kunstuniversitäten. Eine Verantwortung für die Gesellschaft und Wissenschaft und Kunst haben die Aufgabe, in der Gesellschaft zu wirken. Das steht sogar im Gesetz, das nicht alle immer lesen, aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu zitieren. Wissenschaft und Kunst haben die Aufgabe, der Entwicklung der Gesellschaft zu dienen. Und man muss halt dafür auch Instrumente zur Verfügung stellen, auch der Kunst. Und es ist ja nicht so, dass das nicht passieren würde. Die wissenschaftlichen Universitäten, Österreich, die wissenschaftliche Forschung würde am Boden liegen, wenn es den FWF mit der Förderung der Grundlagenforschung in den Wissenschaften nicht gäbe. Und meine Frage war dann immer, warum ist das nicht in der Kunst möglich? Es ist völlig selbstverständlich, dass unser Staat, unsere Gesellschaft es nicht zulässt, dass chemische Forschung, die Zukunft der chemischen Forschung ausschließlich der chemischen Industrie überantwortet wird. Das machen auch zu einem Großteil, zu einem wichtigen Teil die Universitäten. Und das wollen, das sollen, das müssen auch wir an den Kunstuniversitäten machen. Und wir müssen das auch und wir machen das auch. Und ich bin schon fast am Ende, in einer bewusst disziplinenübergreifenden Art und Weise, weil gesellschaftliche Relevanz fast nur mehr heute in unserer komplexen Gesellschaft disziplinenübergreifend erreicht werden kann. Das ist unser Verständnis von angewandter Kunst, das ist unser Verständnis von Forschung in der angewandten Kunst und das Ergebnis können Sie hier sehen und genauer erklären wird das jetzt noch Alexander Damianisch. Ich werde mich kurz halten und auch bemühen, eine kurze Gebrauchsanweisung für die Ausstellung
zu liefern. Zunächst aber eine ganz grundlegende Aussage zu den Projekten, die wir hier vor uns haben. Es geht um künstlerische Forschung und bei künstlerischer Forschung geht es um durch Kunst methodisch definierte Forschungspraxis. Die künstlerische Praxis ist das zentrale Element in diesen Forschungsprojekten und deswegen sehen wir auch anhand der Elemente in diesem Raum, aber auch im anderen Raum, diese Dinge, diese Objekte, diese Spuren, diese Artefakte, diese Momente, Prozesse dargestellt in Objektform. Und das ist ganz wichtig für diesen Zugang und für diese Projekte, die wir hier zeigen. Und natürlich bedient sich die künstlerische Praxis jeglicher Disziplinen, die sie braucht und jeglicher Disziplinen, die ihr notwendig ist, um ihre Forschungs- und ihre Erkenntnisfrage zu stellen. Und damit bin ich beim Titel der Ausstellung, das Verständnis, den Prozess unseres Verständnisses von der Welt, von der Situation, in der wir auch sind, sozial gefragt, in Frage zu stellen und damit auch zu entwickeln. Und damit ist sie grundlegend im Sinne einer Grundlagenforschung daran interessiert, das, was wir haben, zu verändern und zu gestalten. Und zwar im Sinne, wie es im Englischen so gut funktioniert, einer Transformation of Understanding und dann aber auch eines Understandings of Transformation. Diesen zweiten reflexiven Moment ganz zentral drinnen zu haben. Diesmal kurz zu den Objekten, Projekten, die wir hier vor uns haben, ganz zentral als gemeinsamer Nenner. Die Ausstellung selbst gliedert sich in zwei Ebenen. Wir haben auf der einen Seite eben, wie ich schon gesagt habe, die Relational Things, die Objekte, die Dinge, bei denen uns der Status nicht so ganz klar ist, aber die uns definitiv herausfordern, auch ästhetisch uns selbst zu befragen und die Welt anders zu verstehen in Folge. Und dann haben wir auf der anderen Seite diese Rotationselemente, die uns dazu einladen, und ich sage das nicht einfach so, Rotationselemente, mit ihnen zu spielen zu beginnen und die Perspektiven zu verändern und quasi auch unser Bild darin zu verändern, wenn wir sie in Bewegung setzen. Und das geht ganz einfach, man muss sich einfach nur an diese Architektur lehnen und dann kann man die gesamte Ausstellung auch wiederum in Bewegung bringen. Und somit bringen wir die gesamte Welt mit uns in Bewegung. Und das ist das Element, das uns so zentral am Herzen liegt, als Gestaltung der Wirklichkeit, in der wir uns aufhalten, in der wir uns befinden, die wir mitdefinieren. Darüber erzählen aber diese Projekte nicht nur über ihre Objekte etwas, sondern sie sprechen auch zu uns. Wir haben uns bemüht, auch eben, wie schon angesprochen, audiovisuelles Material, Interviews mit unseren Kolleginnen zu schneiden, zu drehen. Und wir haben eine App auch dafür gestaltet, programmieren lassen. Und diese App ist über einen QR-Code in dem Booklet, das oder mittlerweile ist es schon ein Katalog geworden, den jeder sich frei vorne nehmen kann, auch runterzuladen und damit über Augmented mit der Kamera vor dem Bild selbst auch über den Trigger sich diese Interviews anzuschauen und anzuhören. Alle Filme, wer sich die Mühe nicht machen möchte oder gemeinsam das sehen will, hat auch quasi in der Video-Wall hinten jegliche, alle Interviews auch zur Ansicht und zum Verständnis vorgestellt. Und die Ausstellung kann im Booklet auch quasi gleichsam mitgenommen werden und die App funktioniert auch auf die Triggerbilder in dem Booklet selbst drinnen. All das ist nur möglich auf Basis der großartigen Arbeit und des großen Glückes und der Besonderheit der Kolleginnen in der Kunst, in der Forschung, in der künstlerischen Forschung, wie ich sie vorhin beschrieben habe, ohne diese und all die Namen dieser großartigen Personen und Persönlichkeiten, dieser Teams, finden sich in dem Booklet. Es ist uns schwer, jetzt wirklich alle Namen auch zu nennen, aber es sei Ihnen der Dank und der Stolz gegönnt, quasi hier aktiv zu sein und hier zu arbeiten und damit unsere aller Welt zu verändern. Ich danke vielmals, ich glaube, das ist wesentlich. Applaus